Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir schauen uns hier die Akzeptanzkriterien nochmal genauer an. Es einfach verschiedene Arten gibt, wie man die aufschreiben kann. Und diese verschiedenen Philosophien haben verschiedene Konsequenzen. Deswegen nochmal ein eigenes Video dazu. Also, wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, die Akzeptanzkriterien sind sozusagen der Confirmation-Teil, der Test-Teil in der Spezifikation von User Stories. Hier kommen die Details ins Spiel und hier bereiten Sie verschiedene andere Elemente Ihres Projektes vor. Beispiel, als Kunde will ich eine Zutat zu einer Pizza hinzufügen, damit sie mir schmeckt. Und was man jetzt machen kann, ist, man kann jetzt einfach verschiedene Teil-Test-Cases hier formulieren, einfach mit verifiziere oder verify that, dass der Preis der Pizza beim Hinzufügen erhöht wird. Oder verifiziere, dass die Zutaten bei der bestellten Pizza zu sehen ist und so weiter. Das heißt, Sie beschreiben im Grunde Stück für Stück das Ergebnis und geben sozusagen so Teiltestfälle vor und die können Sie sozusagen Stück für Stück abraten. Also sozusagen. Das ist die Eingabe, das ist die Ausgabe. Und das so klassische Formulierungshilfe ist Verify That. Sie können Ihre Akzeptanzkriterien auch als Drehbuch für die Demo verwenden. Das hatte ich Ihnen im Grunde schon bei dem letzten Sprint Review Meeting vorgeschlagen. Das heißt, Sie machen keine Test Cases, sondern überlegen sich, in welcher Reihenfolge Sie die Features Ihrer User Story vorführen wollen. Also, welche Eigenschaften Ihre User Story hat, das wird jetzt schrittweise gezeigt. Und da nehmen Sie natürlich im Wesentlichen das Haupterfolgsszenario von Ihrer User Story. Also so den Haupterfolgsweg durch die User Story, angereichert natürlich mit entsprechenden Beispieldaten. Und die Beispieldaten sind in den Akzeptanzkriterien enthalten, sodass Sie wirklich tatsächlich ein konkretes Drehbuch haben. Und Sie müssen natürlich die Beispieldaten dann auch in Ihrer Datenbank vorsehen. Das heißt, also Sie haben damit auch eine Anforderungsliste eigentlich an Ihre Test- und Demo-Datenbank. Sonderfälle formulieren Sie normalerweise nicht wirklich als Details zu einer User Story, weil das sprengt Ihnen erstens die Demo, zweitens werden die User Stories dann vielleicht zu aufwendig. Daher machen Sie aus den Sonderfällen meistens eine eigene User Story. Und die Schritte dieser Demonstration können im Zweifelsfall sogar verwendet werden als Kriterien, um die User Story in kleinere Schritte zu zerlegen, die dann wieder eigene kleine User Stories sind, je nach Größe von dem, was Sie da spezifiziert haben. Beispiel, wieder mit dem Kunden, dem die Pizza schmecken soll. Erstens, ich wähle die Pizza Margherita und der Preis, der rauskommt, ist 6,20 €. Dann füge ich die Pizza Salami hinzu und der Preis steigt um 50 Cent und so weiter und so weiter. Und so können Sie sozusagen Stück für Stück darstellen, wie Sie zu einer Pizza halt entsprechend Zutaten hinzufügen. Also, und auf diese Art und Weise könnten Sie eine Demo machen und dem Kunden das zeigen. Dritte Möglichkeit wäre, Sie machen einfach Beispiele. Das heißt, Sie können einfach eine Tabelle vorsehen, sowas wie links die Eingabedaten, rechts die Ausgabedaten. Diese Beispiele sind normalerweise für Stakeholder sehr gut verständlich, ähnlich wie dieses Demo-Drehbuch. Und zeigen auch da einen sachlogischen Ablauf, einen Zusammenhang, den man sich vorstellen kann. Naja, also wenn Sie als Prof irgendwas Richtiges sagen wollen, was auf jeden Fall keiner angreifen kann, dann formulieren Sie es so abstrakt, dass es nicht falsch sein kann. Und ein ähnliches Verfahren wählen auch viele Stakeholder. Und wenn Sie lauter Leute haben, die so auf so einem Meta-Level diskutieren, ist zwar alles irgendwie richtig, aber es ist nicht hilfreich. Und Sie erden dieses ganze Volk und zwingen die sozusagen klare Aussagen zu machen, indem sie einfach Beispiele einfordern. Das ist sowieso im Requirements Engineering immer eine gute Idee, weg von diesen abstrakten Sphären hin zu konkreten Beispielen. Und das können Sie sehr, sehr schön mit diesen Akzeptanzkriterien erreichen. Und mit den Beispieldaten können Sie halt auch Sonderfälle brainstormen, die vielleicht wieder zu einzelnen User Stories werden. Also, in also der tabellarischen Übersicht sehen Sie sehr schön, haben einfach eine Übersicht darüber. Das ist konkreter und griffiger als einfach eine Menge von, also als das Drehbuch oder diese Verify-That-Liste von gerade. Und diese Tabellen können Sie eventuell sogar von den Stakeholdern liefern lassen. Also alle Sonderfälle von einem Versicherungstarif, das kann Ihnen auch ein Versicherungsexperte liefern beispielsweise. Oder ein Elektrotechniker kann Ihnen vielleicht alle Sonderfälle liefern von Busnachrichten. Also das heißt,
ist es tatsächlich so, dass sie eine höhere Stakeholder-Beteiligung dadurch einfordern können. Und es gibt Werkzeuge dazu, also ein bekanntes Werkzeug. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich noch verwendet wird. Also es spukt immer so ein bisschen noch durch die Literatur, durch das Fitness. Hier ein Beispiel, wie so eine Spezifikation auch in Fitness aussehen kann. Ich habe hier sozusagen die Aktion, auswähle, wähle Margherita, füge Salami hinzu und so weiter. Und dann habe ich zwei Ausgabewerte, nämlich den Preis. Also der Ausgabewert ist immer durch ein Fragezeichen gekennzeichnet in Fitness. Und das heißt, ich sehe den Preis und auch das, was die Software als Text ausgibt. Und wenn man sozusagen einen Adapter baut zwischen Fitness und seiner Software, kann man tatsächlich diese so spezifizierten Akzeptanzkriterien tatsächlich als Testcase sogar gegen die Software laufen lassen. Also das ist ein probates Verfahren, soll gut funktioniert haben. Sehr populär ist gerade ein weiteres Verfahren, um Akzeptanzkriterien zu formulieren. Das läuft unter verschiedenen Überschriften: Behavior-Driven Development oder Acceptance-Test-Driven Development. Es gibt viele Frameworks dafür: JBehave, Cucumber, RSpec und andere. Abhängig von Ihrer Programmiersprache wird es auch in Ihrer Lieblingsprogrammiersprache da was geben. Funktioniert wie folgt: Sie formulieren die Vorbedingungen mit Given. Also das ist einfach so ein Normsatz, given, und dann schreiben Sie rein, was die Vorbedingungen sein könnten, welche Voraussetzungen es gibt. Sie formulieren mit when die Aktion, die ausgeführt wird, also auch das wieder, Sie schreiben das when, das Schlüsselwort hin und dann irgendwie einen deutschen oder englischen Text, Englisch vorzugsweise, sonst ist es ein bisschen brüchig, und mit then schreiben Sie das erwartete Ergebnis hin. Die Idee auch hier ist wieder, dass Sie normale Stakeholder, also den Versicherungsfachmann oder die Maschinenbaufachfrau, dazu kriegen, dass die Ihnen diese Testfälle und die Beispiele liefern. Und Sie können, das ist ja auch die Hoffnung, dass Sie einfach mit den Stakeholdern diese Beispiele durchspielen können, weil die einfach in einem normalen Deutsch oder Englisch geschrieben sind. Und wie gesagt, die Werkzeuge habe ich bereits erwähnt. Ich zeige mal ganz kurz in meinem IntelliJ, wie es Cucumber sich anfühlt. Verlass mal ganz kurz den PowerPoint. Hier ist ein Beispiel für eine Testspezifikation in Cucumber. Sie sehen hier Feature, der Konverter übersetzt römische in arabische Zahlen. Ich habe jetzt, da ich kein besseres Softwarepaket hatte, habe ich jetzt einfach das Roman Numbers Cutter aus VV verwendet, was man so als Standard Programmierübung verwenden kann, um sich testgetriebene Entwicklung beizubringen. Und ich kann hier so ein Szenario formulieren. Also in so einem Feature kann ich mehrere Szenarien vorsehen. Prüfe, ob der Konverter korrekt arbeitet. Und dann sehen Sie hier das Given. Given, eine römische Zahl. Und dann kann ich hier eine Variable vergeben, römisch. Wenn die Konvertierung aufgerufen wird. Und dann kann ich hier das then, das Resultat sollte arabisch lauten. So. Wie gesagt, man hätte das jetzt eigentlich schlüssiger komplett in Englisch formulieren können oder komplett in Deutsch. Kann hier auch gegeben werden dann. Man kann also Cucumber auch mit Deutsch kriegen. Das Hübsche an diesem Testcase ist, ich kann jetzt mit Examples die Variablen hier römisch und arabisch belegen. Sie sehen hier römisch, arabisch und dann mache ich hier eine Tabelle 1,1, 2,2 und so weiter und kann eigentlich so mit wenig Te auf Schreibaufwand einen ganzen Haufen Testfälle festlegen, denn jede von diesen Zeilen ist hier im Grunde ein Unit-Test, den ich durchführe. Das wäre sozusagen das, was man auf diese Karte oder in die Spezifikation schreibt. Das können Sie vielleicht Ihren Fachabteiler schreiben lassen, dass Sie versuchen, dass der so ein Testcase macht. Das Hübsche ist jetzt, diese Form von Spezifikation können Sie jetzt sozusagen in den laufenden Testfall übersetzen. Das Einzige, was Sie brauchen, ist ein Klebstoff zwischen diesem ASCII-Text und zum Beispiel Ihren Unit-Tests oder Ihren Tests Ihrer grafischen Oberfläche mit beispielsweise Selenium. Und was Sie dafür brauchen, ist eine Spezifikation wie diese hier. Das heißt, das ist jetzt ein normaler Testcase eigentlich. Man könnte das als Unit-Test auffassen. Und was Sie jetzt hier sehen, ist also die ganze Magie von Cucumber. Das heißt, da ist natürlich kein Parser für deutsche Sprache drin. Das hatte ich am Anfang so ein bisschen vermutet, aber sowas gibt es nicht, auch kein Parser für englische Sprache, sondern was Sie machen, Sie setzen hier die Halbsätze wie given, eine römische Zahl, und dann sagen Sie hier vielleicht noch, was da erlaubt ist mit dem Parameter, und der Parameter ist tatsächlich das, was diese Testmethode hier übergeben kriegt. Also diese Halbsätze aus dem ASCII-Text legen Sie hier quasi als Elemente von Annotationen fest, und dann haben Sie hier die Annotationen für jeden Teilsatz, given, when, then, und Sie haben hier die Teilsätze, die Sie auch schon im ASCII-Text finden. Also irgendein Coder oder eine Coderin
muss sozusagen das Mapping von diesem ASCII-Text auf Testfälle machen. Das ist ein sogenannter Test-Fixture. Aber wie gesagt, so können Sie sehr schön Testfälle formulieren mit Given, When, Then. Hier nochmal das Beispiel von meinem Pizza-Service. Given, der Kunde ist eingeloggt und hat irgendwas gewählt und die Pizza Margherita ist dran und er fügt die Zutat Salami dazu, dann wird der Preis 6,70 Euro sein. So, dann haben Sie mal die ein Beispiel nochmal für die Akzeptanzkriterien, die schon im Foliensatz die ganze Zeit vorgekommen sind. Wichtig ist, diese Akzeptanzkriterien sind jetzt nicht einfach irgendwie hingeferkelte Gesichtspunkte, sondern was Sie damit auch machen, ist, Sie versuchen, die User-Story, die Sie formuliert haben, systematisch zu durchdenken. Das heißt, Sie spielen die User-Story mit Beispielen, mit diesen Verify-That-Kriterien, mit dem Drehbuch durch und versuchen da noch Lücken zu finden und Sachen, die Ihnen unklar sind, also die Sie Ihren Stakeholder noch fragen müssen. Wenn Sie noch prüfen wollen, kann man überlegen, zum Beispiel, wenn Sie Daten drin haben in der User Story, könnte man überlegen, was passiert denn, wenn die Datenprüfung fehlschlägt. Also wenn der Benutzer beispielsweise Blödsinn eingibt oder Sie Blödsinn aus einer anderen Schnittstelle laden. Oder Sie haben Daten, die zum Beispiel nicht konsistent sind. Kreditkartenprüfung, dass die Prüfziffer von der Kreditkarte falsch ist oder die IBAN-Nummer, dass da die Prüfziffer fehlschlägt oder dass die Kreditkarte ungültig ist. Also was soll dann passieren? Also versuchen Sie sozusagen immer zu überlegen, was passiert, wenn was schief geht. Wenn Sie Zeitpunkte, Zeitintervalle drin haben. Sie haben häufig so die Fragen, zum Beispiel, wenn Sie einen Zeitpunkt festgeben, gehört dieser Zeitpunkt genau dazu oder also ist es ein offenes oder geschlossenes Intervall? Gehört der gerade noch dazu oder gerade eben nicht dazu? Also wie gesagt, offene oder geschlossene Intervalle. Haben wir vielleicht noch Toleranz um den Zeitpunkt herum? Also wenn ich sage, Dienstag um 3, ist dann 5 nach 3 immer noch zulässig oder nicht? Also auch da müssen Sie überlegen, wie das System reagieren soll und das können Sie festlegen. Wie gesagt, auch wenn Sie Bedingungen drin haben, schadet es tatsächlich nicht, eine Entscheidungstabelle oder eine Wahrheitstabelle zu machen, um wirklich jeden Sonderfall einzeln durchzuspielen. Also trotz aller, sagen wir mal, Flexibilität und sehr schönen Leichtgewichtigkeit von User Stories, wenn es fachlich komplex wird, sprich zum Beispiel eine Gesundheitsprüfung in einem Lebensversicherungstarif, kommen Sie um so eine Wahrheits- oder Logiktabelle kaum herum. Also trotz aller User Stories, manche Sachen, da brauchen Sie halt die guten alten Techniken aus dem guten alten Spezifikationskanon.